Das Spiel der Woche mit dem dazugehörigen Promi-Tipp, diesmal von Roland Jahn, Bundesbeauftragter für Stasi-Unterlagen und ehemaliger Spieler in Jena. Er tippt 2:1 für Jena. Und Sie können mitmachen beim Tippspiel Experte 2012 auf unserer Internetseite mdr.de/sport. Da tippen übrigens 46%, dass Jena gewinnt, 21% meinen, es gibt ein Unentschieden und 33% befürchten, dass Jena verliert. Zwei Neuzugänge gibt es bei Carl Zeiss, trotz angespannter finanzieller Lage. Mehr dazu jetzt von Christian Müller im Gespräch mit dem Präsidenten von Carl Zeiss Jena, Rainer Zipfel. Wir hatten vom DFB Auflagen, sowohl finanzieller Art als auch zu dem Thema Neuverpflichtung. Und wir haben pünktlich am Mittwoch bzw. Donnerstag die Auflagen zur Liquidität, zur fehlenden Liquidität erfüllt. Und danach haben wir grünes Licht bekommen, Spieler noch zu verpflichten. Wir sondieren momentan noch den Markt, sind mit zwei Außenverteidigern aktuell im Gespräch und hoffen vielleicht schon heute oder morgen da eine Einigung finden zu können, sodass wir dann einen von den beiden Kandidaten möglichst am Dienstag zum Training dann präsentieren können. Jetzt das Spiel. Carl Zeiss Jena gegen den 1. FC Saarbrücken Bodoburg. Spielen denn die Neuen von Beginn an? Der eine, Boskovic, spielt von Anfang an, er kennt diese Liga, ist erfahren, kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden, hat die Vorbereitung mitgemacht, agiert heute im offensiven Mittelfeld. Der zweite Neue, Becken, zunächst auf der Bank. Also der FC Carl Zeiss Jena mit Berbig im Tor, Miatke, Vogt, Zickert, Ullmann, Schmidt, Landeka, Schimak, Boskovic, Eckert und Henge. Pichino. Nach seiner Leistenoperation sitzt er auf der Bank. Kai-Fabian Schulz verletzte sich in der Vorbereitung am linken Knöchel, steht auch als Wechselspieler zur Verfügung. Großes Kompliment diesen 4.600 Zuschauern, die bei wirklich räudigen Witterungsverhältnissen ihrer Mannschaft die Daumen drücken. Jener von links nach rechts. Und das heißt ja, es gibt jetzt nur noch Endspiele für den FC Carl Zeiss. Foul an Schimak. Schiedsrichter ist Karl Valentin aus Taufkirchen, hat er richtig erkannt nach dieser Attacke von Christian Eggert. Schimak, ein gutes Mittel, diese Schüsse aus der zweiten Reihe als Aufsetzer. Enver Marina heißt der Schlussmann des 1. FC Saarbrücken. Noch einmal dieser Schuss, dieser Aufsetzer von Jan Schimak. Wohl dem, der die richtige Kleidung gewählt hat. Bei diesem Wetter Schnee, Regen, alles zusammen. Wieder Freistoß, der Kapitän Vogt. René Eckert fackelt nicht lange, schießt sofort. Und Enver Marina muss hier schon mehr zeigen als bei seiner ersten Parade nach 4 Minuten. Das war nach 7 Minuten von Eckert. Hat einen Formanstieg zu verzeichnen, gar keine Frage. Hat er auch schon in den letzten Spielen vor der Winterpause unter Beweis gestellt. Und hier kurz entschlossen zieht er ab. Marina, 34-jähriger albanischer Schlussmann, also auch ein sehr erfahrener Mann. Carl Zeiss Jena dominiert in dieser Anfangsphase. Viel über die rechte Seite, wie der René Eckert, der dann nicht durchgelaufen ist. Hätte er vielleicht machen sollen. Sagt sich aber auch immer so gut von hier. Aber die Thüringer dominieren. Und man merkt, sie wollen, sie sind heiß auf diese 3 Punkte. Saarbrücken zuletzt in Chemnitz unterlegen. Und hier muss sogar der Torschützenbeste, hier muss Marius Laux aushelfen in der Deckung. Wieder gegen René Eckert, der viele Szenen hat in dieser Anfangsphase. Hier mit der 10, das ist Marius Laux. 8 Tore hat er gemacht für den 1. FC Saarbrücken. Gute Stimmung trotz dieser widrigen Witterungsbedingungen. Jena über links. Mit Schimak. Auch in puncto Ecken. Führung für den FC Carl Zeiss. Was machen Sie daraus? Zuletzt der 1. FC Saarbrücken ja ein wenig anfällig bei Standardsituationen. Zuletzt hat es Chemnitz ausnutzen können. Wieder der Spezialist, der Mittelfeldregisseur, der Tscheche. Vogt geht mit nach vorne, der Innenverteidiger und Kapitän beim FC Carl Zeiss. Wieder eine gute Szene. Und dann noch einmal Alexander Vogt. Jetzt schnell zurückeilen, weil er hinten gebraucht wird. Aber vom 1. FC Saarbrücken in puncto Offensive bislang nicht zu sehen. Schusskampf von Danko Boskovic.
der sich natürlich noch einfinden muss in das Gefüge, in das Kombinationsspiel der Mannschaft von den Kettenhagen. Aber das lässt sich gut an, was Carl Zeiss Jena bis zu diesem Zeitpunkt bietet. Man hat ja sehr, sehr intensiv trainiert, so heißt es. Oh, Fehler von Vogt. Erster ernstzunehmender Angriff der Gäste über Kai Gehring. Schüttelt Ullmann ab und dann völlig frei steht da Ziemer. Und es steht 1:0 für den Tabellendritten. Der erste ernstzunehmende Angriff bringt das Tor für Saarbrücken durch Ziemer. Flankenlauf von Kai Gehring, aber vorausgegangen war der unglückliche Kopfball von Alexander Vogt. Und wie kann denn Ziemer so frei da zum Agieren kommen? Da steht ja gar keiner bei ihm. Was ist los mit der Innenverteidigung der Schützlinge von Patrick Sander? Oh, das ist bitter. Da hat seine Mannschaft das Spiel gemacht. Eindeutig bestimmt. Und dann liegen sie zurück. Immerhin gegen den Tabellendritten, gegen den ersten FC Saarbrücken. Jürgen Luginger hat gesagt, das in Chemnitz, das war unser schwächstes Spiel. Sebastian Henge, 31 Tore hat er gemacht in dieser dritten Liga. Hier haben wir Jürgen Luginger, der seinen Vertrag verlängert hat. Ist in dieser Woche passiert. Also das sicherlich auch ein Beleg seiner guten Arbeit beim Tabellendritten, dem 1. FC Saarbrücken. Und jetzt haben sie die besseren Möglichkeiten. Das war Markus Pazurek, der in die Mannschaft kam. Sie mussten ja Kruse ersetzen aufgrund der fünften gelben Karte. Und er muss sich etwas einfallen lassen für die zweiten 45 Minuten und macht das auch. Er bringt den zweiten Neun. Pierre-Dominique Becken kommt ins Spiel für Robert Zickert, der ein paar Probleme in der Spieleröffnung hatte. Und sie hoffen natürlich, dass hier noch etwas geht für ihre Mannschaft, für den FC Carl Zeiss. Wetter ist besser geworden. Schimak, ja, klares Foulspiel vom Torschützen von Ziemer. Und da kann es nur die gelbe Karte gehen. Karl Valentin aus Taufkirchen weiß, was er zu machen hat. Ziemer entschuldigt sich beim Tschechen nach diesem Foulspiel. Also wieder Freistoßsituation. Wieder Enver Marina, der dort seine Vorderleute in Position bringt. Und wieder Schimak. Saarbrücken hatte ja diesen sensationellen Beginn. Aber zuletzt lief es vor allen Dingen auswärts nicht gut. Aber hier führen sie 1:0 und Boskovic geht nach seinem ersten Spiel für den FC Carl Zeiss. Da ist dann sicherlich noch Luft nach oben. Wieder Freistoßsituation, wieder Schimak. Sögler. Und dann Ullmann kommt da herangerauscht. Rote Karte. Ja, Ullmann geht da vehement rein, als gäbe es da keinen Morgen, nimmt die Verletzung des Gegners in Kauf. Aber trifft der Stiefler überhaupt? Das ist die Frage. Ich denke, der trifft ihn gar nicht. Rot ist somit zu hart, aber was soll's? Jena muss damit klarkommen. Es ist die 8. rote bzw. gelb-rote Karte für die Thüringer in dieser Saison. Also 0:1 zurück. Jetzt einen Mann weniger, aber manchmal entwickeln sich diese Dinge dann, ja, diese Fußballspiele, komisch, merkwürdig. Und dann hat die Mannschaft in Unterzahl plötzlich die größeren Möglichkeiten. Sebastian Henge war das. Nach diesem gewonnenen Kopfball von Nils Pichino. Also mit Pichino kommt sofort mehr Druck rein in das Spiel des FC Carl Zeiss. Schimak ist sauer. Der geht grußlos, verschwindet er in die Kabine. War nicht sein Tag. Da kann er wesentlich mehr. Der Tscheche fiel hauptsächlich positiv durch seine Eckbälle und Freistöße auf. Saarbrücken jetzt natürlich mit Kontermöglichkeiten. Und sollten sie dieses zweite Tor machen, dann ist doch sicherlich der Sack zugebunden. Wieder der Torschütze, das 1:0. Wieder Ziemer, Marcel Ziemer. Hätte er vielleicht sogar abspielen müssen.
in dieser Situation. Aber das ist klar, dass sich die Partie jetzt so entwickelt. Sturmlauf der Thüringer, was anderes kann es ja gar nicht geben. Und hier haben wir mal einen Blick auf den Präsidenten, Rainer Zipfel, die Leiden des Präsi. Ja, das wäre natürlich bitter, wenn sein FC Carl Zeiss hier nach der Weihnachtspause dieses Spiel verlieren würde. Man mag gar nicht dran denken. Miatke. Tino Schmidt ist ins Spiel gekommen. Also Patrick Sander hat da wirklich alles versucht. Gerade auch in Richtung Offensive. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Kopfballsieger Sebastian Henge und dann Tino Schmidt. Ja, jetzt müssen es seine Jungs richten. Er kann nichts mehr machen von der Bank aus. Wechselkontingent ist erschöpft. Dauerdruck FC Carl Zeiss. Vogt. Gibt es da ein Durchkommen? Finden Sie die Lücke? Miatke. Der neue Mann. Becken. Pichino trifft in der 78. Minute. Wieder mal ein Pichino-Treffer. Zum dritten Mal in dieser Saison. Und dann läuft er zur Bank des FC Carl Zeiss. Zu Marco Lohmann. Das ist der Physiotherapeut. Eine Leistenoperation hat er hinter sich gebracht. Hat er überstanden, der Nils Pichino. Gerade seit einer Woche wieder im Mannschaftstraining. Natürlich hat er der Physio ganze Arbeit geleistet. Und der Torschütze weiß, bei wem er sich zu bedanken hat, dass dies möglich ist, dass dieser Treffer so fallen kann. Also die beiden Eingewechselten machen das Tor. Schöner Einstand auch von Pierre-Dominique Becken, der aus St. Pauli kam, und Nils Pichino. Oh, hier zeigt er wieder einmal, wie wichtig er ist für den FC Carl Zeiss mit diesem Treffer. 1:1 haben sie sich verdient, in Unterzahl, nie aufgebend, die Spieler aus Jena. Das konnte sich sehen lassen, wie der Pichino. Mit ihm kam wirklich zusätzlicher Schwung in dieses Spiel hinein. Tja, er hat gesagt, Siege müssen her. Und nun versuchen sie noch einmal, vielleicht sogar dieses Spiel zu drehen, vielleicht sogar ein 2:1 zu erzielen. Das wäre ein Ding nach diesem Spielverlauf. Es gibt Eckball. Es wird die letzte Aktion sein. Karl Valentin, der Referee aus Taufkirchen, schaut auf die Uhr. Der Innenverteidiger, der Kapitän, geht mit nach vorne, der dieses 0:1 mit verschuldet hat. Letzte Aktion des Spiels. Ach, sichere Beute für Enver Marina. Und dann der Abpfiff. Ja, was machen wir mit diesem Unentschieden? Sieht man den Spielverlauf 0:1, dann rote Karte Ullmann. Sicher zu hart, diese Entscheidung auch. Ist man geneigt zu sagen am Ende, ja, gut. 1:1 geht in Ordnung. Bin gespannt, wie das die Protagonisten sehen. Christian Müller, bitte. Ja, Pierre Becken, wie haben Sie es erlebt, Ihr Debüt hier beim FC Carl Zeiss? Ja, letztendlich eine Woche bin ich jetzt dabei, mich super eingefunden bisher im Team. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Deswegen gab es eigentlich auch keine Schwierigkeiten, als sie mich eingewechselt haben. Wir haben 1:0 zurückgelegen, alles oder nichts, alles in die Waagschale reingeschmissen. Und ja, dann doch noch ein Tor gemacht. Gott sei Dank, werden viele sagen. Hat der Pichino das Tor noch gemacht? Wie haben Sie es selbst erlebt? Ja, ich denke mal genauso. Also wir haben die rote Karte bekommen, nachdem wir schon unglücklicherweise 1:0 hinten lagen. Und da muss man natürlich überlegen, inwieweit man da noch schafft, ein Tor zu machen oder sogar ein 2. Und deswegen waren wir auch alle glücklich, dass wir dann noch den Ausgleich geschafft haben. Ja, Patrick Sander, normalerweise sagt man ja, in der gegenwärtigen Situation, in der der FC Carl Zeiss steckt, helfen nur Siege. Jetzt ist es am Ende ein Unentschieden geworden. Können Sie trotzdem damit leben? Nein, kann ich nicht. Man muss ganz klar sagen, dass wir hier 2 Punkte liegen lassen haben. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die wir bis auf vielleicht 5 bis 10 Minuten in der ersten Halbzeit aber komplett im Griff hatten. Die wir auch mit einem Mann weniger dominiert haben. Und da muss am Ende mehr rausspringen als dieser eine Punkt. Und trotzdem ist es dann immer ja so eine Geschichte, wenn man dann lange im Rückstand daherläuft, ein Mann weniger ist, dann sagt man immer, hochverdienter Punkt. Der war ein bisschen mehr als hochverdient, aber es gibt trotzdem nur einen dafür. Weitere Punkte müssen her. Vielleicht schon am nächsten Wochenende. Dann geht es zu Preußen Münster.
Und mehr Punkte sind ausdrücklich erwünscht für den FC Carl Zeiss. Micha Drevenstedt, bitte. Ja, wir hörten einen zielführenden Trainer und das verspricht auch Optimismus. Die Ergebnisse von heute.